Quarantäne von mutterskind.de und schön, dass du heute wieder reinschaust. Im Vorspann hast du ja schon gesehen, es geht hier um diese Anhängerstanze, beziehungsweise du hast dazu die Verpackung schon gesehen. Und zwar, das ist die neue Anhängerstanze im Jahreshauptkatalog von Stampin' Up und nennt sich bezaubernder Anhänger. Die findest du hier auf der Seite 186. Wir haben ja auch die ältere Variante, sage ich mal, gewellte Anhänger. Und ich bin ja ein ganz großer Fan von dieser Handstanze, weil eine Handstanze und viele Möglichkeiten, sage ich immer. Und in eines meiner letzten Videos, da hatte ich auch schon zum Beispiel ja diese Verpackung gezeigt. Da habe ich hier oben auch diese Anhängerstanze verwendet. Und in diesem Video zeige ich dir eine Verpackung, die du in der Größe abändern kannst. Jetzt zeige ich mal, was ich da alles schon mal gewerkelt habe. So, und zwar, das ist jetzt hier schon mal die erste. Die ist schön breit, also da passt ein Päckchen Taschentücher, passt zum Beispiel rein. Ich werde die befüllen mit so Badesalz. Ich verschenke immer ganz gerne so Wellnessboxen. Du kannst da auch so Schokolade, Gutschein, Geldgeschenk oder so rein tun. Und verschlossen wird es dann hier oben mit einem Schleifenband. Und das ist jetzt hier diese breite Variante. Ich habe sie auch schmäler gemacht. Die Maße zu den verschiedenen Verpackungen, die verlinke ich unten in der Infobox. Wenn du das unter dem Video aufklappst, kommst du dahin und dann kommst du dann auf meinen Blog, weil da steht dann nochmal alles. Dann musst du dir jetzt hier nichts merken. Also das ist jetzt hier so diese schmälere Variante. Das erkläre ich auch dann nochmal zum Schluss, wie du die Größe abändern kannst. Du kannst sie auch natürlich noch kürzer machen oder noch ganz schmal, dass zum Beispiel nur ein Taschentuch, wenn du das machen möchtest, reinpasst, weil wir haben ja so ein tolles Stempelset, das ist drin mit für Freudentränen, ne? Gerade so für Hochzeit oder so, wenn man dann da so ein Taschentuch reintut. Also das ist diese schmälere Variante, das ist auch wieder mit dem Schleifenband verschlossen und man sieht ja so diese Heidelblüte, das ist so auch eines meiner Lieblingsfarben. Das ist jetzt wieder hier alles Liebe in diese Variante. Natürlich darf Magnoliengruß dann da auch nicht fehlen. Mit dieser, das ist ja diese Fähnchenstanze. Und dann habe ich hier oben mit dieser, ich glaube Buchklammer nennt sich das, was wir als Accessoires jetzt auch im Katalog haben. Dann kannst du hier öffnen und dann kann man da leicht die Sachen da so reintun. Und ja, und mit dem neuen Medley. In dem Herbst-Winter-Katalog ist dann diese Verpackung entstanden. Gefällt mir auch sehr gut in diesem weihnachtlichen. Und natürlich mit dem Hurra, es schneit. Ist auch aus dem Herbst-Winter-Katalog. Habe ich diese Verpackung gemacht. Der Schneemann, den habe ich aus dem Designerpapier hier ausgeschnitten mit der Hand. Hier mit der Handstanze. Ich habe mit Schwämmchen. Das habe ich mit der Walze koloriert und dann habe ich das embossed, weiß embossed mit diesen Schneeflocken. Und jetzt starten wir auch gleich und dann zeige ich dir, wie die Box gemacht wird. Also wenn das dann fertig ist, das ist so mein Rohling, dann sieht das so aus. Also es wird auch nichts dran geklebt jetzt von diesen Laschen oder so, das ist in einem Stück. So, dann starten wir. Du nimmst dir dein Schneidbrett. Ich nehme mir ein, das ist jetzt mal mit Glutrot, weil es ja so langsam in diese weihnachtliche Richtung geht. So, und zwar muss ich das jetzt kürzen auf 28 cm. Also ich lege das quer ein und kürze mir das auf 28 cm. Die Länge brauche ich. So. Dann klappe ich das auch schon wieder zusammen. So, ich hoffe, dass man das alles sehr gut erkennt. Und dann brauche ich einen 9,5 cm breiten Streifen. Das lasse ich auch gerade so hochkant drin liegen und falze das rechts und links bei 2 cm. So, einmal. Also komplett durch. Noch mal ein bisschen zurück, halt andersrum, dass man mehr sieht und dreht es rum und wieder bei
2 cm. So, dann lege ich es quer. So. Und dann falze ich es hier bei 13 cm. Und dann bei 15 cm. So. Weil dann habe ich hier ringsrum 2 cm. So, das war es dann auch schon mit dem Schneidbrett. Jetzt schneide ich mir hier so Keile aus. So, das ist die Lasche. Das ist jetzt in dem Fall nicht die Klebelasche, aber das ist die Lasche, damit dann, wenn man das befüllt, nichts herausfällt. Soll ja alles schön drin bleiben. So. Das war der erste Streich. Jetzt nehmen wir die Handstanze. Jetzt muss ich, glaube ich, näher ranfahren. So. Dann, dadurch, dass die ja seitlich offen ist, kann ich ja ein überbreites Papier ja da so reintun. So. Warum mache ich das genau? Und jetzt gucke ich hier oben. Ich drehe es mal anders darum, dass man die Falz besser sieht. Genau, ich denke mal, das sieht man jetzt da vielleicht besser. Und hier oben orientiere ich. So, ich mache es mal erstmal richtig hin, dass ich es dann halt besser zeigen kann. Ich klappe das mal um. Ich hoffe, man kann das dann gut erkennen. Ansonsten mache ich dann nochmal Fotos dazu. Und hier, da ist ja die Falz, rechts und links, also gucke ich, dass ich gleichmäßig bin. So bin ich gleichmäßig und dann, und auch hier unten ist wichtig, dass man bis zum Anschlag das Papier eingeschoben hat und dann starte ich einfach. Da gibt es zwar so eine kleine Wellung, aber dadurch, dass dann halt so eine Mattung drauf kommt, sieht man das kaum noch. Das mache ich auf der anderen Seite genauso. Schiebe das Papier ganz rein, drehe mir das wieder so rum, ich knecke das mal um, dass man das sieht und dann gucke ich, dass ich unten bündig bin. So. Und auch oben. Na, dass ich hier rechts und links, hier ist diese Falz, rechts und links, dass ich gleich bin, weil dann muss ich nichts ausmessen mittig. Und dann falze ich. Zack. Das war's auch schon. So. Dann nehme ich die Schere. Also entweder kannst du mit dem Papierschneider dir das gerade abschneiden. Ich nehme einfach die Schere und eine große und schneide mir das gerade ab. So, und das mache ich da auf der Seite genauso. So. Jetzt brauche ich mein Falzbein. Damit ich eine schöne scharfe Kante habe und falz dann einfach alles nach. So. Und dann kann ich das alles so. Dann muss es nur noch zusammengeklebt werden. Ich nehme dazu Flüssigkleber. Einfach reibe ich das noch so ein bisschen, dass das schön gleichmäßig verteilt ist. Und dann kann ich mir das nämlich noch schön zurechtschieben. Und dann ist auch schon die Verpackung fertig. Genau, dann kann man hier oben dann noch das Schleifenband reinmachen. Und auf meinem Blog schreibe ich dann auch noch die Maße drauf für die Mattung. Das musst du dann nicht extra ausmessen. So, und jetzt zeige ich dir, wie man
ganz einfach die Box kleiner machen kann, also schmäler. Kürzer ist ja ganz einfach, dann nimmst du einfach von der Größe halt, anstatt hier diese, das sind ja hier so 13 cm, wenn du sie kleiner haben willst, dann nimmst du 7 oder weniger, das machst du halt auf beiden Seiten, kürze das entsprechend und das Wichtigste ist, darauf zu achten, wenn du die Box jetzt schmäler haben möchtest, aber das schreibe ich mit 1,5 cm zum Beispiel, das ist die andere Variante, das schreibe ich dann noch auf meinem Blog. Das ist einfach ganz einfach, dass wenn du sie schmäler haben willst, diese Maße hier, diese, wo hier 2 cm stehen, die müssen gleich sein. Sonst hast du hier, wenn du hier 2 cm machst und hier 1,5, dann wird sie dir schräg. Also das heißt, wenn du dir schmäler machen willst, dann nimmst du hier nur 1,5 cm. Da bräuchte man natürlich einen Stift, der schreibt. Der schreibt nicht. Doch jetzt. Also das heißt, schreib mal 1,5 cm. Dann musst du hier auch 1,5 cm und hier auch 1,5 cm. Und das ist ja automatisch ja genauso. Dann kriegst du die schmäler, die Box. Das ist jetzt nur so. Ich hoffe, es war verständlich. Aber wie gesagt, ich schreibe das alles auch nochmal auf meinem Blog. Die schmale Variante. Und ich habe sie auch nochmal in ganz schmal. Aber ich habe die leider schon verschenkt. Mit nur einem halben Zentimeter. Das schreibe ich dann alles noch auf meinem Blog. Das war es auch schon heute für mein Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich freuen über ein Däumchen oben oder auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du immer gleich erfährst, wann, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich wünsche dir noch eine schöne kreative Zeit. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!